So. Bis dann. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Gut, da sind Boote. Wir brauchen ein Boot. Also ja gut, die Punkte kann ich auf jeden Fall verteilen. Ist das Boot heile? Ja, es sieht heile aus. So, das kann jetzt lustig werden. Wo müssen wir ganz hin? Wir müssen nach da einmal. Der wird einfach geradeaus durch. Ich denke mal, dass die Fahrt ganz gemütlich wird. Lehnen wir uns zurück und genießen es. Slalom, Baby! Slalom! Vielleicht tue ich das ja. Weiß man's? Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass Geralt jetzt auch Schutzgeld abknüpft. Wissen tue es natürlich nicht, aber was war das? Möglich wäre es. Aber wie elegant der da einfach mal drauf sitzt. Da ist ein Boot. Sind wir da? Sind wir schon da? Sind wir jetzt da? Sind wir schon da? Sind wir angekommen? Sind wir schon da? Geralt. Geralt, schwimm doch einfach. Ich werde einmal runtertauchen. Waren wir schon? Ich wurde sich das. Ich macht sowas nicht. Grab. Na, meistens. Meistens bin ich lieb. Geht aber auch anders. Geht auch anders. Kommt immer auf die Situation ganz drauf an. Perfekt. Einmal Steuer wieder übernehmen. Und jetzt geradeaus hier drauf zu. Und bitte im Turbogang. Beim Turbo. Das können wir einige Zeit dauern. Zumindest sehen wir die Insel schon mal in weiter Ferne. Ich habe einen Ohrwurm. Ich habe einen ganz gewaltigen Ohrwurm. Oh, wenn ich am Steuer, das wird teuer. Ja, nein. Niemals. Niemals, nie. Ich muss gerade nämlich mal was nachgucken. Vor allem, wir fahren ja eh die ganze Zeit geradeaus. Guck mal, dann Ohrwurm. Das ist nur wieder dieses Row, Row, Row Your Boat. Also das von gestern. Das habe ich die ganze Zeit im Kopf. Über dir. Was ist über mir? War da irgendwelche Viecher? Irgendwelche Viecher so? Ja, sind welche. Oh, bloß auf die anderen Boote zu steuern. Wenn es so dann hin ist. Was? Die tun uns nichts. Die tun nur was, wenn wir sie angucken. Zuschauen ist mir weichlichst blass. Ab in den Ring mit den Ecken. Suchst du noch Herausforderer? Willkommen bei unserem Turnier, Hexer. Einer wartet auf einen Gegner. Möchtest du gegen ihn kämpfen? Echt? Lassen wir einer nicht warten. Ist ja nichts passiert. Vielleicht wird's ja ein sauberer, spannender Kampf. Hey! Hallo! Ich wollte gerade sagen, darf ich auch mal wieder schlagen? Weißt du, der passt man eine Sekunde nicht auf. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Toller Kampf. Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Du hast noch mehr Kämpfe vor dir. Zuerst musst du Grimm aus Hellstein auf Arz Gellig besiegen und Walgard aus der Nähe von Kertrolde. Söhne, verschissene Nilfgaard. Gut. Jetzt als nächstes wieder unendlich viele Fragezeichen. Wunder. Ist das? Wäre ja auch zu schön. Ich könnte eine Axt führen, aber ich will nicht. Du bist ein Hexer, nicht? So. Was brauchst du? Oh. Ich möchte, dass du... Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Achso. Einmal alles reparieren. Dann einmal verhandeln. Ja, du hast wenigstens ein bisschen... Hier kann ich ein bisschen mehr Geld machen. Nehmen wir das hier noch mit. Nein! Das würde ich jetzt gerade nicht kaufen. Egal. Dann wird trotzdem gekauft. Haben wir noch was, was wir... Die Musik erinnert mich gerade so an eine meiner Lieblingsserien, die ich auch unbedingt weitergucken muss. Wie so vieles. Ich wollte gerade sagen, vielleicht mache ich das heute Nacht dann noch, aber ich habe ja gerade erst mit der anderen Serie wieder weitergemacht. Hey, schon wieder eine Antwort. Kann ich dich bringen? Jeder ist was. Hui! Würde ich. Hallo. Ja, aber ich möchte da aufs Boot. Wieso kann ich das hier nicht tun? Ich möchte auf mein Boot. Ja, wie soll ich denn jetzt auf mein Boot kommen? Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich in mein Boot kommen soll. Ich komme nicht mehr auf mein Boot. Wir kommen nicht mehr auf unser Boot. Okay. Dann müssen wir uns von irgendwo anders ein Boot ordern. Da kommen wir nicht mehr rauf. Da hinten wäre noch eins. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Yennefer auch nicht. Also, einmal los. Wir dienen ihm, zum nächsten der Jungfrau, Mutter und Muhme. Gehen wir in die richtige Richtung? Ja. Ich erinnere mich an das auch noch. Das ist von mir. Ja, ich fand die Folge. Ja, toll. Nee, ich muss bei dieser Musik tatsächlich an Schottland so ein bisschen denken. Es gibt da so eine Serie, die spielt halt in Schottland. Und ja, da klingt die Musik genauso ähnlich. Landschaftsmäßig auch. Oh Gott, wie gern möchte ich immer nach Schottland. Irgendwann. Irgendwann werde ich mal nach Schottland fahren. Wahrscheinlich erst, wenn ich alt und grau bin. Ist blass. Oh. Hoppala. Ja, Mensch, ich wollte euch eigentlich nicht stören. Ich wollte eigentlich nur euer Boot. Wisst ihr? Aber ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich euch mal kurz abschlachte, oder? Zahn um Zahn. Oder Leben um Leben. Ihr wisst, wen ihr angegriffen habt. Gleiche Leute. Tot. Allen Piraten. Da ist noch einer. Deine Freunde sind tot. Also nein. Ich würde euch nicht alles geben, was ich habe. Ist noch wer? Nein. So. Aber wir nehmen unser euer Boot. So, einmal abgeschlachtet und weiter geht's. Wenn ich auch erstmal das da nehmen. Wird aber jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile dauern, da die Inseln zu erkunden, diese kleinen Mini-Dinger. Es wäre halt blöd, die nicht zu machen, wenn man schon in der Nähe ist. Und da lohnt es sich halt auch. Gut, ob ich jetzt hier oben noch hinfahren würde, weiß ich nicht. Echt? Wäre es das? Ich möchte keine Elfen töten. Dann kannst du ja froh sein, dass du bei dem ersten Teil Witcher noch nicht dabei warst, wo ich den gespielt hatte. Da habe ich mich nämlich auf die Seite der Elfen geschlagen. Da war ich auf der Seite der Squirtle. Das Squirtle heißt er ja, ne? Doch, war lustig. Oder? Doch, war ich. Doch, ich war auf der Seite der Squirtle. Dem Let's Play meine ich neutral. Aber ich liebe halt Elfen. Also Elfen, Elben. Ich finde die toll. Wenn ich könnte, wäre ich einer. Aber ich bin dafür zu fett. Nein. Okay, muss ich installieren. Ey! Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass ich Elfen mag. Du wusstest, worauf du dich einlässt. So, wenigstens kämpfen wir hier mal an Land. Und nicht im Wasser. Ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt noch so Luft aufgehabt hätte, wieder einen Wasserkampf zu haben. Bewachter Schatz da. So. Dann als nächstes dahin. Ich bin ja echt schon mal auf Fallout gespannt. Aber bisher durftet ja wirklich erst drauf hin, dass das kommt. Also, New Vegas. Bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass Witcher 3 noch etwas dauert. Ich möchte meinen Geralt noch nicht hergeben. Ich möchte noch nicht wissen, wie es endet. Ich weiß auch gar nicht, wie viele verschiedene Enden es in Witcher 3 gibt. Ich glaube, mehr als in den vorherigen Teilen. Und hier hin. Jetzt einmal eine Reihe da lang und da entlang. Gott, ich kriege von dieser Musik nicht genug. Die ist auch schön. Ich liebe sie. Ich könnte ihr stundenlang lauschen. Wobei ich tatsächlich gleich nochmal eine ganz kurze Pause machen muss. Ich muss nämlich mal wohin. Scheiße. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Geralt. Warum schubst du mich eigentlich jedes Mal von diesem verkackten Boot? Ich hasse es, auf dem Boot zu kämpfen. Es ist einfach nur ätzend. Der Wind heult. Okay, also ja gut, dass Elben und Elfen und so, dass nur dasselbe sind, das war mir klar, aber ich habe mich da noch nie großartig so mit der Materie befasst. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich liebe Elfen. Elben. Die sind toll. So, ich werde einmal eine ganz kurze Klopause einlegen. Bin in ein paar Minütchen wieder da. Also bis gleich. Okay. Ich hab mich tatsächlich mit germanischer Mythologie noch nie großartig befasst. Ich habe tatsächlich mich immer eher so Richtung Ägypten, also ägyptische Mythologie damals befasst. Ja, also was Mythologie angeht, eher so Richtung Ägypten. Geschichtlich. Eigentlich alles. Willkommen zurück. Danke. Leider war gerade keiner meiner Kater da. Ich wollte eigentlich nur mit einem von den Schmusen. Aber dafür sind ja die Sirenen wieder zurückgekehrt. Wohl so lange weg, dass sie ich gedacht habe, ja, tauchen wir hier nochmal auf. Die eine taucht einfach mal auf dem Wasser auf. Ey, die habe ich nicht gesehen. Ja, schiebt mich einfach weg. Gott, ich hasse es. Ich hasse diese Kämpfe, ne? diese Art von Kampf ist einfach nur grauenvoll. So, scheint aber jetzt alles gewesen zu sein. Geralt, könntest du bitte tauchen? Mehr als C drücken kann ich nicht mehr. Geralt will nicht mehr tauchen. Geralt weigert sich zu tauchen. Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Ja, Geralt will nicht tauchen. Ich kann gerade nichts machen. Aus irgendeinem Grund weigert er sich zu tauchen. Nö. Macht er nicht mehr. Gut, dann werde ich einmal ganz kurz das Spiel speichern und einmal neu starten. Weil wenn ich nicht tauchen kann, dann ist das Ganze ein bisschen hinfällig hier. In 61 Stunden spielen wir das Spiel schon. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. So, lass mich da raus. Ja, jetzt kann er wieder tauchen. Sehr gut. Ja, wir hatten, also in der Schule haben wir es damals auch nur einmal ganz kurz angeschnitten. Genauso wie die Römer. So alle interessanten Themen, die wir damals in der Schule hatten, wurden immer einmal so angeknackst und dann hielten die Lehrer es wohl für nötig, uns mit den Rest in Unklaren zu lassen. Ich wollte als Kind sogar mal Archäologin werden. Den Traum oder den Wunschberuf hatte ich eigentlich relativ lange. Bis ich aber gesehen habe, dass das mit meinen Schulnoten und mit meinen Englischkenntnissen, das wird nichts. Ich habe es dann realistisch gesehen. Hab mir da gedacht, okay, wir bleiben bei etwas, was man auch wirklich schaffen kann. Ja, klar, wenn ich noch mehr Zeit drin investiert hätte, hätte ich bestimmt irgendwie hingekriegt, aber ja. Nee. Nee, dann doch nicht. Ich will an Land. Ich will nicht im Wasser gegen die Viecher kämpfen. Kann ich sie wenigstens einmal kurz anschießen und dann ist gut. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Assassin's Creed gerade. Ah, okay. Gerade speichern. Anna! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, steckt das Schwert weg. Du Dämlack, ey. Es ist gerade kein Kampf. Jetzt ist einer. Weil du nicht in die Pötte kamst. Ja, ach komm. Geralt. Ey, wie blöd kann man sein, ne? Wir wären schon oben. Ich habe sehr... Ja, wir... Also, ich weiß gar nicht. Wir hatten... Mit Steinzeit hatten wir angefangen. Dann hatten wir die Ägypter. Dann die Römer. Die Griechen. Danach kam dann direkt die Industrialisierung. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Mauerfall. So. Industrialisierung und Erster Weltkrieg war überhaupt nicht meins. Da war ich grottenschlecht drin. Also ich war in Geschichte eigentlich immer ganz gut, aber das war überhaupt nicht meins. Zweiter Weltkrieg war ich ganz gut. Und Mauerfall eigentlich auch. Konnte ich mich nicht beklagen. Das ist mein Schiff da hinten, das ist mein Schiff. Aber mir hat es halt auch nie gereicht, was wir da im Unterricht hatten. Ich habe mir so viele Dokumentationen und Bücher und sonstiges dann noch geholt, beziehungsweise meiner Familie dann gewünscht, so Geburtstag, sonstigem. Und viele der Bücher habe ich heute noch im Regal stehen. Also, ja, ich hätte mir gern noch mehr Geschichte in der Schule gewünscht, aber ja. Ich war, glaube ich, die Einzige bei mir in der Klasse, die Geschichte überhaupt mochte. Alle anderen, ja. Das war auch eines der Fächer, wo ich tatsächlich mal besser als der ein oder andere war. Wo es dann immer hieß, oh, du hast das und das schon fertig. Oh, du wurdest da ja gelobt. Kann ich von dir abschreiben? Nein, kannst du nicht. Nein. Einfach nur nein. Das mir auch meine Mama mit Unmengen von Büchern versorgt. Ja, bei mir waren es meine Großeltern. Die haben immer geguckt. Ah, okay. Ja, das und das Buch hat sie noch nicht. Wird gekauft. Zu Ostern, Geburtstag, Weihnachten. Oder wenn mein Großvater mal Dokumentationen im Fernsehen gefunden hat, dann immer noch auf Videokassette aufgenommen und so. Also meine Sucht wurde unterstützt. Das war knapp. Geralt, es wäre einfacher, wenn du nur einmal schießen würdest. Weil ich drücke meist auch nur einmal, weißt du? Und aus einmal drücken wird nicht gleich plötzlich zweimal drücken. Ja, wie gesagt, ich weiß leider nicht, woran das liegt. Mal nachgucken, ob sich hier irgendwas verstellt hat. Aber eigentlich... So, Slow schaltet das auf jeden Fall aus. Das Ding ist auch aus. Nee, ich kann leider so. Also es ist halt alles normal eingestellt, deswegen. kann ich leider nicht besonders viel ändern. Ich habe jetzt hier irgendwas anderes umgeändert, was nicht umgeändert werden sollte. Mist, wie kriege ich das denn jetzt wieder? Da habe ich hier irgendwas angerichtet. Ja gut, jetzt habe ich tatsächlich das Ding hier nur noch in einem extra Fenster. Das kommt davon, wenn man versucht. Ja gut, ich kann den Chat jetzt leider nicht mehr sehen. Kacke. Ja, ich habe jetzt Mist gebaut. Ich krieg jetzt dieses eine Ding hier nicht mehr weg. Oh, was habe ich denn angerichtet hier? Ich habe jetzt gerade ganz gewaltig missgebaut. Oh. Nee, das Problem liegt jetzt gerade an OBS. Ich habe aus Versehen auf etwas draufgeklickt, auf das ich nicht draufklicken wollte. Und jetzt sehe ich leider da, wo das Chat sein sollte, den Chat nicht mehr. Jetzt habe ich ein extra Fenster. Problem ist, wenn ich das extra Fenster dann jetzt auf den Monitor ziehe, sehe ich weder die Zeit noch das Aktivitätsfenster. Das heißt, es hat sich jetzt hier alles gerade komplett verschoben und ich kann nichts ändern, ohne vorher den Stream zu beenden. Also ich müsste den Stream beenden, müsste OBS neu starten, müsste wieder reingehen und könnte es dann halt erst ändern. Leider. Was ich wahrscheinlich tatsächlich tun muss, weil die Schrift mir hier tatsächlich zu klein ist. Ich sehe einfach nichts. Wie weit ist die Kulanz nochmal, wenn ich jetzt beende? Ich glaube, ich habe eine Minute Zeit, bevor der Stream komplett abkackt. Gut. Ja, geht jetzt gerade nicht anders. Okay. So, also falls ich jetzt kurz weg bin. Nicht wegrennen, ich bin sofort wieder da. Ich muss halt nur kurz das Programm hier schließen. Also, bis gleich. Ich hoffe, dass dann alles funktioniert.